Herzlich willkommen zum nächsten Spiel unserer Koop-Saison gegen den FC Bayern München mit Felix. Hi. Moin, moin. Da treten wir an. Zwei Spiele in Liga 1, zwei Siege in Liga 1. Schaffen wir hier den nächsten Schritt in Richtung Titel. Lief auf jeden Fall so gut in letzter Zeit. Was hatten wir jetzt? Ein 5-4 zum Auftakt. Das war auf jeden Fall sehr spektakulär. Jawohl. Und dann eben, was war das? 4-1? 4-1 gegen Barcelona, ja. Schön rausgeholt. Genau, Madrid und Barcelona, beide mussten schon dran glauben, jetzt der FC Bayern. Schöner Mix in Liga 1, davor war ja oft Real Madrid mit dabei. Schön rübergelaufen. Nein! Das war ja so geil gewesen, so hart vernascht da vorne. Ich war so überrascht, ich habe gar nicht irgendwie eine Ecke gelenkt, ja. Dann kam der viel zu zentral. Scheiße. Das wäre schön ausgenutzt gewesen, aber war es nicht. Bis dahin war es aber schön. Ja, ein ruhiges Spielaufbau. Ja, auf jeden. Mal, zack. Wird das eine Torchance? Bup. Ey! Ja! Bup, jetzt ist er da! Mbappé! Kilian! Ja, im Moment Torschützenkönig bei uns, glaube ich. Auf jeden. Cavani im Moment nicht so in Topform, macht eher so gute Vorlagen wie gerade da. Zack. Ja. Ach, tut sich gut, tut gut. Leider erstmal den Lederhosen, erstmal einen Strich durch die Rechnung machen, ja. 1 in Führung gehen. Zieht den Bayern die Lederhosen aus. Hey, Lederhosen aus. Schön. Ich kann mich immer noch an den Spruch von Tom erinnern, so, was interessiert mich, oder warum macht die KI so 2 Minuten oder 2 Meter entfernt von dem, wo ich war, noch so was. Die machen halt echt noch so voll auf den Foul oder so einen Scheiß. Schön. Mbappé natürlich wieder. Ja, schaffen wir den Hattrick in der, bis zur 20. Oh, schön wär's, dann haben wir einen Abbruch. Ja, jetzt schon. Lange, lange hat's gedauert. Endlich haben wir mal wieder einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Herzlich willkommen zum nächsten Spiel in unserer Koop-Saison. Ich wollte erst sagen, der German Legends wieder gegen Bayern. Ich würde sagen, das sind die gleichen, oder? Ach, warum eigentlich nicht. Herzlich willkommen? Das war doch ein Cut. Scheiße. Moin, zurück auf jeden Fall. Ja, moin zurück. Sag ich jetzt auch mal. Komm, dann holen wir uns jetzt hier 4. Siege im 4. Spiel. Sind das echt die gleichen? Weil ich glaube schon. Ich habe nämlich die Einstellung nicht ein, dass man die Spielernamen. Also ich habe nur die Spielernamen. Lili, also der mit L und Y Namen. Ich glaube, den meine ich eben gesehen zu haben. Und ich hoffe, es ist nicht Einbildung, weil dann sind die auf jeden Fall machbar. Außer sie zeigen uns jetzt, dass es das Momentum gibt und ziehen uns 4-0 ab. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt die Chance, im 4. Spiel den 4. Sieg in Liga 1 zu holen. Das ist eine absolut tolle Möglichkeit. Ich bin dankbar für jeden Fan, der sich jemals eine Karte gekauft hat. Das motiviert mich immer, wenn die Ränge so voll sind. Und ja, ich freue mich fürs Team. Ja, was soll ich dazu groß sagen, ne? Oh, war gar nicht anvisiert, der rennt die ganze Zeit nur so nebenher. Ja, wir passen jetzt einfach auf und dann kommt das solide Spiel nach vorne. Boah! Mit einem schwachen Füßlein. Jawohl. Ach nee, da wollte ich doch in dem Moment spielen. Ja, wobei eben ging das ja nur so schnell, weil wir so glücklich Abpraller hatten, ne? Jetzt müssen wir uns das erarbeiten. Die Abpraller. Gimmick. Gimmick. Joshua. Joshua. Thiago jetzt. Robben. Foul an Robben. Die Bayern im Vorwärtsgang. Oh, Lacker. Macht er ihn. Oh, er lupft sich so an, ey. Ja, doch nicht zu unterschätzen hier. Den Ball gibt er erstmal nicht her. James jetzt am Ball. Der Stern von James Rodriguez. Oh, da ist es wieder. Der Stern von James Rodriguez ging ja so richtig bei der WM 2014 aus. Das, was ich mir jedes Spiel bei Ultimate Team anhören kann. Ah, schade. Oi. Da läuft einer durch, aufpassen. Ich gehe mal drauf, dass er den nicht schießt. Ich glaube, die können keinen Spieler wechseln. Die bieten sich ja mal mit richtig scheiß Leuten an. Daniel Alves.
Mbappé. Pastore. Cavani. Ja! Oh, was? Ich hab nicht damit gerechnet, dass ich ihn kriege. Ich wollte B drücken, um mir den zu holen, aber da hatte ich ihn schon. Jetzt Vidal. Boateng jetzt. Vidal. Was denn jetzt hier? Und jetzt kommt Robben über den Flügel. Thiago. Lewandowski. Schön. Ja. Neymar geht. Und Neymar geht weiter. Oh, der ist super. Oh, ja. Vorausgabe. Schön. Um. Ah, schade. Das war einfach. Und er hat den Ball. Oh, schade. Gelaufen. Schöner Laufweg von Edison. Oh, da war auch schon wieder fast. Aber leider dran. Nicht mit dem Tor belohnt. Ballverlust. Erstmal klein, klein. Vielleicht wird's hier gefährlich, PSG am Ball. Hier, den wieder. Oh nein! Oh, was, Neuer? Bleib einfach so eiskalt stehen, ey. Ja, so. Schwimm mich an. Viva España. Oh nein. Alves reingegrätscht. Dahin, wo es weh tut. Boateng, ganz frei. Ich nehme Schwung auf. Ja, Mann, komm! Goal! Ja, Mann! Und schon wieder mit dem Fehler von Neuer. Ist der Wahnsinn. Die Fans legen sich in den Armen, die Spieler legen sich in den Armen. Oh, wie knapp das war, dass der Boateng noch rankommt. Und Alves mit dem Traumding als Innenverteidiger. Ach nee, Alaba. Oh, der Neuer Coman. War dran. Der Coman, der da rumgeflogen ist. Echt? Mhm. Krass, noch geiler eigentlich, dass Cavani sich gegen so eine schnelle Wurst durchsetzt. Ja, wieder eiskaltes Konterspiel zugeschlagen. Vielleicht kriegen wir ja noch den zweiten hin zur Sicherheit. Ja, aus einer Ecke rausgespielt, das ist schön. Ja, stimmt. Dafür ist Paris prädestiniert. Prädestiniert, nicht prädestiniert. Du Hummels! Oh, wie viel größer der als der Schiedsrichter ist. Bitte, ich hab meine Schuhe aufgeschnitten. Um. Ganz gechillt. Und rein damit. Oh, abgefälscht. Oh, schon wieder abgefälscht. Doch, Hümmels. Gegen die riesen Tiere da hinten in der Abwehr, da musst du erst mal Kopfball gewinnen. Wir haben ja 37% Ballbesitz, aber ein Tor mehr. Ja, typisch Bayern, ne? Wobei, eigentlich haben die auch mehr, aber die spielen halt immer Ballbesitz. Das Ding ist, bei Bayern bringt's auch was. Viele machen einfach Ballbesitz und machen nichts draus. Ja, mach mal. Und Alves kann schießen. Oh Mann, Alter, wieder ein Fuß. Lass mal kurz, warte. Ja. Ich komm, lauf kurz rein. Eine kurze Ecke. Schön, und? Oh. Ah, den hält er. Gar kein Freistoß, obwohl ich da einen neuer gelegt habe. Oh, das war knapp. Er überzeugt heute als Passgeber. Und James. Weg ist der Ball. Paris Saint-Germain mit dem Ball gewinnen. Oh, wohin? Der hat so viel Zeit und Platz. Und hier wird oha, es wohin? 2 Minuten Nachspielzeit geben. War kein Abseits. Er schießt. Oh. Boah. Ja, Halbzeitführung wäre schon geil. Das ganze Spiel war immer noch das erste. Das 5-94. Entscheidendes Tor geschossen. Oben durch, hoch. Oder so. Und Neymar auf dem Weg Richtung Strafraum. Yep. Yep. Oh. Na dann nochmal mit der Fußspitze drankommt. Jetzt kann er pfeifen. Och nee. Warum pfeift abseits. Er nicht? Nein. Nee.
Verdammt. Sag mal, wie lange werden das? Ist plus 2, das ist nicht mal plus 3. Da waren jetzt schon, die waren vorne und wir konnten in deren Richtung. Ja. In 2 Minuten. Ja, da hätte der wirklich abpfeifen können. Danke. Na gut, 1-1. Spannung bleibt da. Mehmet Yildiraz. Yildiraz. Welche F? Yeah! Oh. Licht wieder anmachen. Der zweite Durchgang läuft. Anstoß von Paris Saint-Germain. Klasse zu. Cavani. Schade. Ja, müssen wir nochmal ran hier. Nicht so eindeutig, wie wir das letzte Mal abgebrochen haben. Also, wahrscheinlich die. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Wird's jetzt gefährlich? Kannst du noch ruhig nochmal sicher hinten rum, weil so aus der Drehung... Ja, das ja, stimmt. Haben sie ja gepatcht, dass die jetzt die Pässe nicht mehr so präzise ankommen. Hast recht. Olle. Ach so. Jetzt von überall mit Lewandowski. Neuer 7 Paraden. Trapp eine. Ja, schade. Warum nicht 2? Alaba. Kam jetzt Rodriguez jetzt. Wird das seine Torchance? Ball kam gut, aber erstmal ist die. Oh nein, nein, nein. Und jetzt Lewandowski. Greifen gerade nicht mehr so zu, wirklich. Nee, oh, aber schön. Trapp. Um. Was? Oh, das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Ja, Mann. No! Oh, das ist ja jetzt gewesen. Hätte man so rumschlängeln können. Aber mit einem Wahnsinnspass da die ganze Abwehr umspielen. Ach, komm schon. Schiedsrichter. Oh, ja, Mbappé geht gleich wieder. Oh, das nee. Nicht, hat er dann Fuß. Prallt er ab. Ja, Mann. Was ist das gerade? Meine Pässe gehen wieder ins Nirgendwo. Jetzt müssen wir aufpassen. Ja, geh durch. Komm, überhol ihn. Ja, der hat natürlich einen Körper da. Außen. Thiago. Coman. Och. Jetzt ist gerade ein bisschen zähes Spiel, du. Plutsch nicht. Jetzt die Bayern im Angriff. Schön. Nun Ferrati. Ja. Jetzt mal aus dem Mittelfeld hier raus kombinieren. Schön, oh, Neuer! Da haut einen raus. Ey, da hätte ich echt nochmal Schuss antäuschen, so weißt du, das ist dann nochmal die andere. Jo, die oh, hält er den gut. So. Ah, davor, der Verteidiger hätte dich fast weggezogen. Das wäre natürlich auch geil gewesen, Rot. Außen nochmal, ein Schuss. Wollte ich, lol, ey. Jetzt am Ball. Bitte nicht abseits, oder? Ja. Dass dann auch Trapp überhaupt nicht reagiert, ja. Dani Alves. Mbappé. Ja, schön. Weiter Ball geht zu Di Maria. Komm, davor! 70. Oh nein! Ach, Mann, dann läuft er so doof, dass er... Schön. Oh, sorry. Da ja enge Pässe spielen. Spielen wir den einfachen. Der Verteidiger da jetzt... Hat auch getan. Der muss natürlich ein bisschen genauer kommen. Dann wär's eine Scheiße. Gute Möglichkeit geworden. Vidal. Robben.
Und den Ball hat er sich geholt. Jetzt Ferrati. Neymar. Cavani. Sie haben den Ball. Na? Bekommen Sie ihn auch raus? Kimmich. Rodriguez. Mein Punkt wäre erstmal auch ganz gut, aber wenn das die waren, die wir eben so abgezogen haben, können wir nochmal einen starten. Ja, ich würde mich auch ärgern, dass sie dann abge... Oh mein pures Gott. Pures Glück für die und dann pures Glück für uns. Das frühe Pressing jetzt. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Immer noch diese ja. Ja. Ging Alaba. Hinten. Dani Alves jetzt am Ball. Ja, bis er sich gedreht hat und einen Pass spielen kann. Och Mann! Meiner? Hast du? Ja, guter Versuch. Ja! Was? Ja, nur weil es neuer ist, Aber eigentlich erwartet man ja so, dass sie den. So Alter, mit welcher Dreistigkeit der den da hinspielt? Eigentlich erwartet man ja, dass die den so fangen, aber manchmal, die gehen halt meistens einfach nur so in die Knie, ne, und dann... Hast du schön. Defensiv machen sie es gut. Kursawa. 6 Minuten haben wir hier noch. Einfach. Nun, Angel Di Maria. Wird's jetzt gefährlich. Kick's wieder. Gute Flanke. Mann, no, jetzt kommen sie aber nicht mehr mit dem Fuß da vor, ist echt. No. Lewandowski. Schön. Sehr schön. Ein enges Ding hier und es kann auch so viel passieren. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Oh nein. Ja, gerade willst du so. Ne, vielleicht noch eine Aktion. Angel Di Maria verlässt den Platz. Vidal am Ball. Können ja auch so lange wieder spielen lassen, bis wir ein Tor schießen. Sonst hätten die den Ausgleich vor der Halbzeit und nicht geschossen, fällt mir gerade ein. Und dann siehst du, plus 2 lief ja noch nie so lange. Plus 3 ist ja... Oh. Fuck. Ganz geduldig machen sie das hier, lassen den Ball schön laufen. Nein, der kann schießen. Vidal abgefälscht auch noch. Wieder plus 2. Okay. Komm, einmal noch Konter. Na, Lewandowski vorne. Puh, schnell. Nein! Oh, schade! Ich Pass spielen. Naja, Punkt. Naja. Ungeschlagen in Liga 1, immerhin etwas. Ja, das Gegentor ist ärgerlich, dass der Schiri einfach nicht abpfeift. Alter, man braucht 23 Punkte für den Ligatitel. Okay, das ist ein Ziel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.